Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei mir in meiner kleinen Technik-Ecke. Heute habe ich hier zwei USB-Ladestationen mit jeweils mehreren Ports und sogar einer QI Wireless-Lademöglichkeit hier auf der linken Seite bei diesem Gerät. Das Ganze kommt von Alcaca und ja, ich hoffe ganz einfach mal, dass die Teile ihrem Namen nicht alle Ehre machen werden. Der ist hier auch draußen auf der Verpackung, die übrigens vorbildlicherweise vollständig recycelbar ist, gar nicht weiter abgedruckt, außer auf diesem Produktsticker hier. Dort könnt ihr das sehen. Alcaca oder wie auch immer das ausgesprochen werden soll. USB-Ladestation mit 6 Ports. Und hier drüben haben wir dann nochmal eine mit 4 Ports. Aber zusätzlich, wie gesagt, die beiden QI Wireless Ladepads. Ja, ich würde sagen, wir schauen da ganz einfach mal rein, weil die Kartons nicht wirklich spektakulär sind. Da sehen wir eine kleine Papierbeilage oben drauf schon mal und jede Menge Kabel dahinter. Hier erstmal die technischen Daten. Das Teil gibt also 10 Ampere an Gesamtleistung aus und pro Port können maximal 2,4 Ampere aufgegeben werden. Das wird dann intelligent angepasst, je nach angeschlossenem Gerät. Und ja, wenn ihr natürlich viele stromhungrige Geräte da dranhängen habt, da wird das ändern. Dann werden die 10 Ampere Gesamtleistung natürlich entsprechend auf diese 6 Ports aufgeteilt. Ansonsten ja, gibt es hier in der Anleitung nicht wirklich was Interessantes. Das gleiche hier nochmal auf Deutsch. Anschließen und so weiter, denke ich mal, kriegen wir noch selber hin. Auf der Rückseite finden wir dann weitere Sprachen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das ganz einfach mal live an jetzt. Hier haben wir einen ganzen Haufen Kabel. Da sehe ich schon Lightning-Stecker für iPhone zum Beispiel, 2 Stück. Das sind alles so ja, 15 bis 20 cm Kabelstücke mit jeweils USB-A auf den dann jeweils passenden Endgerätestecker. So haben wir hier zum Beispiel zweimal USB-C für moderne Android-Geräte zum Beispiel. Auch die können wir daran natürlich anschließen. Und ganz klassisch hier auch noch zweimal den Micro-USB-Anschluss. Damit sind wir kabelmäßig auf jeden Fall auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Auch wenn die natürlich mit ihrer 20 cm Länge jetzt nicht unbedingt lang sind. Aber wir können natürlich auch jedes andere Kabel daran verwenden. Hier haben wir den Stromversorgungsstecker. Ein Netzteil ist offensichtlich eingebaut in das Gerät. Und das versteckt sich hier unten in dieser sehr lauten Folie. Die verbirgt dann aber was wirklich Schickes, wie ich finde. Hier oben haben wir eine metallische, ja, ist auf jeden Fall ein kühles Material. Ich weiß nicht, ob es Aluminium ist, aber es ist eine schöne gebürstete Optik. Und oben haben wir dann 5 Einschübe, um unser Smartphone da zum Beispiel reinzustellen längs. Hier vorne könnte man das sogar hochkant reinstellen. Hat man noch so einen kleinen Halter da vorne, damit wir auch das Display ablesen können während des Ladevorgangs. Alcaca hier vorne. Ansonsten, ja, das sind noch 2 Zierstreifen hier, würde ich sagen. Und hier haben wir dann die 6 USB-A-Anschlüsse mit 2,4 Ampere Maximalleistung, wie gesagt, pro Port und 10 Ampere Gesamtleistung. Hier hängt noch ein bisschen Dreck drauf. Dachte gerade erst, das wäre eine LED, aber LED-Anzeigen haben wir hier scheinbar nicht. Doch, da ist eine auf dem Powerstecker. Sehr interessante Ausführung mit Beleuchtung, kann ich auch noch nicht. Hier kommt dann das mitgelieferte Stromkabel zum Beispiel rein, ein ganz klassischer Kaltgerätestecker, da das Netzteil hier drin verbaut ist. Ja, was haben wir unten noch? Einen relativ uninteressanten Sticker, 6 Rutschstopperfüße und ein paar Belüftungsschlitze. Bevor ich das gute Stück jetzt anschließe und in Betrieb nehme, schauen wir uns natürlich auch noch eben hier die andere Station an mit den beiden kabellosen Ladepads da drauf. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. So, auch die im recycelbaren Karton und in der gleichen sehr lauten Folie. Die entferne ich erst gleich. Erstmal schauen wir, da bekommen wir sogar noch, was ist das denn hier? Eine Wandhalterung? Nee, das ist noch irgendein Aufsatz. Irgendeine Trennwand, um das Smartphone wahrscheinlich auch aufzustellen gleich. Schauen wir uns gleich mal an, was es damit auf sich hat. Hier haben wir erstmal ja, das gleiche Kaltgeräte-Steckerchen wieder, wie auch gerade bei der anderen Station. Und wir werden auch wieder mit jede Menge Kabeln versorgt. Nicht ganz so viele wie bei der anderen Station, aber wir haben hier auch zweimal Lightning hier unten, dann einmal USB-C und einmal den klassischen Micro-USB da auf der linken Seite. Die Apple-Stecker kommen hier also in doppelter Ausführung daher. Brauche ich persönlich nicht, da ich nur Android-Geräte habe. Aber ist nicht schlecht, die mal da liegen zu haben, wenn mal jemand vorbeikommt mit einem iPhone. Da unten übrigens unter der Station, die in der ähnlichen Optik daherkommt wie die andere. Da unten drunter haben wir noch weitere
Kunststofftrennwände hier einfoliert. Da muss ich gleich wirklich mal schauen, was es damit auf sich hat. Ich vermute mal, ja, die steckt man hier ganz einfach in die Mitte, in die mittleren Schächte da rein, damit man auch seine Smartphones und Geräte da ein bisschen schön aufstellen kann. Hier haben wir zwei LED-Anzeigen, würde ich sagen, auf der linken und rechten Seite die beiden kleinen Löchlein. Dann diese QI Wireless Ladepads, da können wir unser Smartphone direkt drauflegen und kabellos laden. Und dann eben diese fünf Schlitze dort, in die wir gleich die Trenner einschieben können. LKK-Aufschrift, vier USB-Ports mit jeweils auch wieder 2,4 Ampere Höchstleistung. Eine kleine LED haben wir auch noch. Und unten drunter nochmal die technischen Daten. Dort sehen wir, dass diese Station hier auch sogar 7,5 Volt und 9 Volt ausgeben kann. Also mit sämtlichen Schnellladestandards kompatibel sein sollte. Und insgesamt können diese vier Ports, wie ihr dort schon gesehen habt, 7 Ampere ausgeben. Wobei ein einzelner Port mit 2,4 Ampere maximal belastet werden kann. Auch ja, das gleiche schöne metallische, kühle Aluminium-Design hier. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir schauen nochmal eben kurz in das kleine Handbüchlein rein. Hier haben wir noch so ein Klettkabelbinder als Zugabe und eine kleine Karte, die uns bittet, ein Review zu verfassen. Ja, das tue ich ja im Endeffekt gerade schon. Hier sehen wir jetzt wahrscheinlich nochmal genau die technischen Daten. Die habe ich euch ja gerade im Endeffekt schon vorgelesen. 7 Ampere Gesamtleistung und 2,4 Ampere pro Port bei 5 Volt. Bei 7,5 und 9 Volt sinkt die Stromstärke natürlich ein bisschen. Und dort sehen wir, dass dieses mysteriöse Kunststoffteil gerade eine Halterung für eine Apple Watch ist oder natürlich auch eine sonstige Smartwatch. Das ist interessant, habe ich leider nicht. Aber die ganzen anderen Kunststofftrennwände, die können wir tatsächlich dort einklicken und aufstellen. Das blende ich euch hier gerade mal ein, wie das dann aussieht. Und dort dann unsere Smartphones reinstellen. So, ich habe mir hier mal ein paar Geräte zum Laden besorgt. Und außerdem so einen kleinen USB-Multitester hier. Der zeigt uns gleich die Spannung und die Stromstärke an, die wir hier rausbekommen können. Vier Kabel habe ich schon eingesteckt, Micro-USB und USB-C, was ich hier so brauche. Deswegen würde ich sagen, geben wir mal Power hier drauf. Achso, ist schon. Nee, ist noch nicht. So, jetzt ist Power an, jetzt ist das kleine Lämpchen an. Was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, das ist mir jetzt eben aufgefallen, ist leider, dass sich diese Alu-Verkleidung hier oben ein bisschen abhebt an den Ecken. Zum Beispiel hier, aber auch hier auf der anderen Seite. Das kann man dann zwar wieder dran drücken, das scheint geklebt zu sein, hält auch wieder für 5 Sekunden, löst sich dann allerdings wieder meistens ab. Vielleicht sollte man das einmal ganz ablösen und doppelseitiges Klebeband oder sowas an den Ecken nochmal zur Sicherheit da drunter kleben. Schade, dass das nicht von Haus aus hält, aber gut, ich würde sagen, wir bestücken die Anlage jetzt mal hier mit meinen Smartphones. Einmal USB-C, dann haben wir hier nochmal USB-C. Für die etwas moderneren Geräte. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, wie stark die Quick Charge fähig sind. Also wie viel Saft die jetzt hier wirklich aus unserem kleinen Kästchen rausziehen. Ich schließe die ganz einfach mal alle an eben. Hier was etwas älteres mit Micro-USB. So, und noch eine Powerbank mit Micro-USB. Dann haben wir jetzt schon mal auf jeden Fall vier Geräte dran, die Strom ziehen. Und ja, was man auf jeden Fall sehen kann, hier zum Beispiel beim Redmi 5 Plus von Xiaomi, dass wir hier oben nur einen Ladeblitz haben. Das sollten eigentlich zwei sein, wenn ihr irgendeinen Quick Charge Schnelllademodus benutzt. Das ist schon mal nicht so gut. Klemme ich jetzt hier nochmal ein recht modernes Smartphone, nämlich ein Gigaset an. So, schauen wir mal, was das hier rausziehen kann. Wird geladen, könnt ihr unten hören. Und wir sehen, dass aber nur ungefähr ja maximal 1 Ampere hier durchgeht. Das ist nicht wirklich viel. Das sind nicht mal 5 Watt jetzt hier in dem Fall. 0,7 Ampere. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Das geht hier teilweise sogar drastisch runter. Obwohl der Akku auf 37% runter ist und damit auch ziemlich schnell laden sollte eigentlich. Also mit 2,4 Ampere pro Buchse ist hier anscheinend nichts. Ich weiß wie gesagt nicht, wie viel Leistung das Gigaset jetzt in dem Beispiel hier überhaupt rausziehen kann. Da kenne ich die Spezifikation leider nicht mehr. Genau auch so nicht bei meinen alten Telefonen. Aber es fällt auf jeden Fall auf, dass auch das Redmi 5 von Xiaomi hier keine zwei Ladeblitze oben anzeigt. Das sollte es nämlich anstatt einem, wenn mit irgendeiner Quick Charge Technik aufgeladen wird. Schauen wir mal eben, ob das gleiche Problem auch mit der anderen Ladestation besteht. Die Wireless-Ladepads, die testen wir natürlich gleich auch noch. Erstmal eben hier per Kabel. So, das Gigaset, die erste Powerbank, die andere Powerbank und das Redmi. Und da bin ich jetzt mal beim Redmi gespannt, ob uns das bei der Anlage hier vielleicht zwei Blitzchen anzeigt im Ladestatus. Erstmal die Anlage einschalten hier oben.
Das wäre auch noch nicht schlecht. So, jetzt werden alle Geräte geladen und wir sehen beim Redmi 5 aber oben immer noch nur einen Ladeblitz. Das finde ich ein bisschen seltsam. Also hier kommt auch mit den original mitgelieferten Micro-USB-Kabel offensichtlich nicht genügend Saft durch. Ich werde das nochmal eben messen und zwar am Gigaset nochmal. So, das Gigaset nochmal hier mit meinem USB-Multimeter angesteckt an einen beliebigen Port. Und was haben wir da? Gigaset wird geladen und wir bekommen aber wieder nicht über 1 Ampere raus, also eher 0,75 immer so im Schnitt. Das sind wie gesagt nicht mal 5 Watt und das ist weit weg von irgendwelchen Quick-Charging-Standards, die mit 15 Watt sogar teilweise daherkommen. Oder wenn wir uns hier oben sogar das Wireless-Ladepad angucken, das kommt mit 10 Watt Ladeleistung daher. Und ja, durch unser Kabel kommen nicht mal 5 Watt durch. Das wundert mich doch sehr, scheint aber nicht am Gerät zu liegen. Wie gesagt, mit meinem Gigaset-Smartphone, aber auch mit dem Redmi oder mit anderen Geräten komme ich hier eigentlich nicht über 1 Ampere hinaus. Das Kabel losladen, das klappt in der Regel wunderbar. Da muss man das Telefon nur relativ genau drauf positionieren. Die Position, die hat man aber irgendwann raus oder auch nicht, wie ich jetzt hier. Da muss man das ein bisschen nachjustieren. Das hat man aber, genau, je nach Telefon mit allen Wireless-Ladepads eigentlich dieses Problem, dass man die da wirklich ganz genau draufsetzen muss. Da geht auch noch eine kleine LED-Beleuchtung an, nämlich ja, dieses kleine Löchlein hier, das ist jetzt hier auf der anderen Seite grün beleuchtet. Jetzt ist es wieder ausgegangen. Und ja, hier kann ich die Ladeleistung natürlich auch nicht wirklich nachmessen, da es hier kabellos vonstatten geht. Ihr habt es gesehen, ich erreiche keine 5 Watt Ladeleistung an den Anschlüssen hier vorne. Das sind also maximal 1 Ampere, egal welches Smartphone ich da dran angeschlossen habe. Das finde ich doch sehr verwunderlich. Ich meine gut, ich muss meine Smartphones sowieso nicht innerhalb von einer halben Stunde voll haben. Die lege ich bei mir nachts auf dem Nachttisch auch auf so ein Wireless-Ladepad. Und dann sind die am nächsten Morgen voll und es geht in der Regel immer schön entspannend und ich habe da eigentlich keine Hektik bei. Naja, wie dem auch sei, werden zumindest in meiner Zusammenstellung hier in meiner Gerätekonstellation diese Schnellladeleistung von bis zu 2,4 Ampere anscheinend nicht erreicht. Ansonsten sind die Ladestationen natürlich gerade optisch ganz nett gemacht mit dieser Aluminiumoberfläche. Die Aufsteller sind schön, wo wir bis zu 5 Geräte reinstellen können, könnt ihr hier nochmal sehen. Und ja, mit den kabellosen Ladepads ist das auch wirklich alltagstauglich und man kann mal eben im Vorbeigehen seine Gerätschaften, wie natürlich auch seine Smartwatches und so weiter, da drauf ablegen. Ja, mehr kann ich euch nicht erzählen. Leicht ernüchternd das ganze Review heute. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, was ich hier vielleicht falsch gemacht habe. Vielleicht lag es an den Kabeln, allerdings waren das ja die mitgelieferten von Alcaca. Ich habe jetzt keine höherwertigeren ausprobiert, hätte ich auch nochmal machen können, allerdings sind die auch überall fest unter meinem Schreibtisch und so weiter verbaut. Deswegen, naja, ich gehe mal davon aus, dass Alcaca hier die Kabel mitgeliefert hat, um auch die gegebenen Versprechen halten zu können. Wird bei mir leider nicht erreicht, aber vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wie ich das bewerkstelligen kann. Ich danke euch auf jeden Fall bis hierhin, dass ihr durchgehalten habt und euch die Zeit genommen habt. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne das übliche Feedback dalassen. Das Gebettel am Ende des Videos, das nervt mich auch selber langsam, euch bestimmt auch. Deswegen lasse ich das. Wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade so treibt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.